Yo, meine lieben GTA-Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Chinatown Wars im 100% Guide. Ich habe mir überlegt, bevor wir jetzt mit der Story weitermachen, machen wir zuerst doch noch einmal die Fundorte aller Drogendealer. 80 Stück sind es insgesamt. Nach 40 Stück erhalten wir eine Trophäe und natürlich auch nach 80 Stück. Und ihr braucht die Fundorte aller Drogendealer für die 100%. Und ich zeig's euch mal, wie wir es machen. Wir machen es folgendermaßen. Ich gehe jetzt hier jeweils vom Norden, ja, der einzelnen Insel, will ich mal sagen. Also hier von der linken Insel bis ganz in den Süden. Dann gehen wir hier auf die zweite Insel, von oben bis in den Süden. Die Insel klappern wir ab, die Insel. Und dann gehen wir auf die ganz rechte Insel, von oben nach unten. So werden wir es machen. Als Hilfestellung für euch, vielleicht für euch, also ich blende das natürlich dann auch in der Videobeschreibung ein oder da habt ihr auch einen dementsprechenden Link. Da werde ich jetzt diese Karte hier verwenden, die euch gerade eingeblendet wird. Und ja, wie gesagt, von oben nach unten. Und parallel dazu gibt es unten einen Counter, da seht ihr ihn, 1 von 80, so wird er dann hochgezählt. Ja, und irgendwann sind wir dann bei 80 von 80. Gut, das war's zur Erklärung und ich würde sagen, wir starten mit dem Fundort des ersten Drogendealers. Der erste Drogendealer befindet sich hier ganz im Norden, also da, wo ich gerade bin. Da findet ihr ein Tor, was zu einem, ja, Betriebsgelände führt. Da fahren wir durch. Und hier bei diesem Taxi ungefähr spawnt dann der Drogendealer. Ihr seht das dann immer unten auf der Minimap. Da ist immer so ein blauer Punkt, der erscheint und das ist der Drogendealer. Wir gehen zu ihm hin. Halten, Select gedrückt. Hey, Alter, was suchst du da? Ja, und das war's im Prinzip schon. Ich habe Besseres zu tun, ja, ja, ja. Und dann seht ihr da diesen Aktenkoffer und das heißt, er ist dann gelistet bei uns. Und wenn ihr dann natürlich nach den Drogendealern sucht in eurer Karte, dann seht ihr immer diesen Aktenkoffer und wisst sofort, wo ihr hin müsst. Könnt natürlich auch einen Marker draufsetzen, um mit dem Taxi dorthin zu fahren. Also, das ist dann ganz entspannt. Ja, und so sieht es dann über der Map komplett verteilt irgendwann aus. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Drogendealer Nummer 2. Drogendealer Nummer 2 befindet sich dann, ja, nicht weit entfernt von dem, nämlich genau dort, wo ich gerade bin. Und auch den sprechen wir an. Drogendealer Nummer 3 befindet sich eigentlich exakt unter dem ersten, nämlich hier bei diesem, ja, was aussieht wie so ein Pluszeichen, dieses Gebäude links daneben. Drogendealer Nummer 4 befindet sich bei der Brücke, ein bisschen weiter darunter. Und da ist er. Die Nummer 5 befindet sich, ja, wenn man, sage ich jetzt mal, von diesem Gebäudekomplex nach links geht, dort bei diesem Haus und ja, in der hinteren Gasse. Also ihr lauft hier durch und hier ist er schon. Die Nummer 6 ist eigentlich fast daneben, also von hier aus genau diagonal nach links ist dann der nächste Drogendealer. Hier wieder in der Gasse. Die Nummer 7 ist dann auch wieder diagonal vom letzten, aber rechts runter und dort ebenfalls in einer kleinen Gasse. Die Nummer 8 ist ganz rechts auf der Karte, hier bei diesem kleinen Grünstück und dort ist er dann gleich. Die Nummer 9 habe ich schon gemacht mal, das ist nämlich genau hier, also ja,
auch links neben diesem Gebäude hier einfach hier gehen und dort in dieser Gasse ist dann ebenfalls der 9. Drogendealer. Nämlich dort. Die Nummer 10 ist dann hier ganz links auf der Karte bei diesen drei nebeneinander stehenden Gebäuden und da dahinter. Na! Jetzt. Die Nummer 11 ist dann wieder ganz rechts auf der Karte, rechts vom Park aus gesehen, bei dieser Tankstelle hier eigentlich auf gleicher Höhe. Die Nummer 12 ist dann hier links neben dem Park, dort wo ihr das Haus kaufen könnt und in diesem Gebiet da drin. Dann gehen wir mal rein. Und hier ist er. Die Nummer 13 ist dann genau im Park und zwar hier oben, also links neben der kleinen Insel hier. Bei dem Spielplatz, den ihr gleich seht. Genau der hier. Und dort ist er. Die Nummer 14 ist dann ganz, ganz rechts auf der Karte. Hier ist euer Speicherhaus. Und hier ist dann der Drogendealer, gleich beim Highway. Und an diesem Pier hier. Die Nummer 15 ist direkt bei eurem Speicherhaus. Hier ist euer Speicherhaus und eine Gasse davor ist dann der 15. Drogendealer. Nummer 16 ist dann wieder ganz links auf der Karte, dort wo ihr das Haus kaufen könnt. Und links davon hier in dieser Nebengasse ist dann der 16. Drogendealer. Gleich unter dem kaufbaren Haus hier findet ihr dann den 17. Drogendealer. Ebenfalls in einer kleinen Gasse versteckt. Nämlich da. Nummer 18 ist dann, wenn ihr vom Park seid, rechts hier in dieser kleinen Gasse. Und Nummer 19 diagonal links unten ist auch gleich der nächste in der Gasse. Die Nummer 20 findet ihr dann ganz, ganz links auf der Map. Hier fast am Ufer. Und dort ist er. Die Nummer 21 findet ihr exakt unter dem 20. Drogendealer. Die Nummer 22 findet ihr direkt unterhalb vom Park, dort hier in dieser T-Gasse. Und da ist er. Ganz einsam und verlassen.
Nummer 23 ist direkt unten drunter hier in dieser Gasse. Nummer 24 ist eigentlich vom letzten genau rechts dort in der Gasse. Die Nummer 25 haben wir zwar schon, aber das ist hier diese Position, also rechts von diesem Gebäude hier. In der Gasse. Nämlich dort. Nummer 26 ist dann wieder hier ganz links auf der Karte bei diesem Paint Spray. Und da führt hier so eine kleine Einfahrt rein zum Pier. Und da steht er auch schon. Nummer 27 ist dann hier unterhalb von diesem Drogendealer. Genau in dieser Gasse hier. Nummer 28 befindet sich dann diagonal rechts unten in dieser Gasse. Die Nummer 29 ist dann eigentlich gleich rechts daneben in der Gasse. Die Nummer 30 befindet sich dann am rechten Kartenende oder am rechten Ende dieser Insel, gleich unterhalb der Autobahnbrücke. Der 31. Drogendealer ist hier diagonal links unten von der Tankstelle. Nämlich dort in der Gasse. Der 32. Drogendealer ist dann hier oberhalb von dem kaufbaren Haus dort in der Gasse. Aber ihr könnt nur von hier rein, wo ich gerade stehe, weil auf der anderen Seite ist eine Mauer. Hier bei dieser Rampe dort. Den 33. Drogendealer haben wir auch schon. Der ist von der Tankstelle aus rechts gesehen, dort in dieser Gasse drin. Nämlich eigentlich hier sollte er irgendwo stehen, aber er ist gerade nicht da. Okay. Aber hier ist er normalerweise. Die Nummer 34 befindet sich dann links von diesen, ja, Plusgebäuden, will ich mal sagen. Genau links daneben. Und zwar hier. Nummer 35 befindet sich dann direkt darunter, also diagonal nach unten rechts. Dort in der Gasse ist dann der nächste Drogendealer. Die Nummer 36 ist dann vom letzten Drogendealer aus gesehen gleich rechts, also links oberhalb vom Speicherhaus dort in der Gasse.
Die Nummer 37 haben wir ebenfalls schon. Das ist eigentlich genau, ja, links von eurem Speicherhaus. Da, ja, genau auf der Linie. Und hier in der Gasse. Nummer 38 ist dann bei der Tankstelle genau rechts daneben in der Gasse. Die Nummer 39 ist dann ganz links wieder auf der Karte hier unterhalb dieses Piers. Die Nummer 40 ist hier mitten in dem Park beim Springbrunnen. Nummer 41 ist dann exakt rechts daneben hier in dieser Gasse. Die Nummer 42 ist dann hier bei der Brücke und da bei diesem Lagergelände hier. Die Nummer 43 ist dann hier unten beim Paint Spray und da exakt dahinter. Ah, es war ja durchkommen. Boah, was ist denn hier los? Nummer 44 ist dann ganz unten rechts auf der ersten Insel. Nummer 45 ist auch ganz, ganz unten, also wirklich die unterste Spitze von der ersten Insel hier auf dem Steg. Die Nummer 46 ist dann oberhalb rechts von Happiness Island, dort hier bei diesem Steg, genau dort. Ja, und Nummer 47 befindet sich auf Happiness Island und da geht er einfach hier rechts, da findet er auch so einen Steg und natürlich auch jede Menge Boote, wo wir uns natürlich eins schnappen und zur Happiness Island fahren, weil dort ist auch noch ein Drogendealer. Ja, hier angekommen auf der Happiness Island sehen wir natürlich erstmal die Freiheitsstatue, hier waren wir noch nie. Das sieht eigentlich ganz cool aus hier. Und wenn wir von der Freiheitsstatue aus runterlaufen, das zeige ich auch gleich nochmal auf der Karte, müsste hier unten irgendwo ein Drogendealer sein. Der hat hier null Konkurrenz. Also, ja, kann er in Ruhe seiner Arbeit nachgehen. Hier unten ist er. Und hier natürlich nochmal kurz auf der Karte gezeigt. Nämlich hier unten. Nummer 48 findet ihr ganz oben auf der zweiten Insel, will ich mal sagen. Also auf dieser hier, dort ganz oben, findet ihr den 48. Dealer. Nummer 49 findet ihr dann exakt darunter diagonal rechts. Hier in so einer Gasse.
Nummer 50 findet ihr dann links von dem letzten Drogendealer. Den haben wir auch schon entdeckt. Bei diesem Wendekreis hier. Und dort. Nummer 51 findet ihr dann links auf der oberen Karte. Also beim letzten Drogendealer einfach nach links gehen und dort oben. Ja, bei diesem Pier dort oben. Nummer 52 findet ihr dann diagonal gesehen hier unten. Dort ist dann der nächste Dealer. Ja, aber auf der anderen Seite des Zauns. Nämlich hier. Die 53 ist dann, hier ist der letzte Dealer, einfach nach rechts und dort ist der 53. Dealer. Hier auch in so einer kleinen Gasse. Nummer 54 ist hier bei dieser Brücke. Ja, und dort gleich ab hier. Hinter dieser Schranke. Nummer 55 ist, wenn ihr am Paint Spray hier seid, dann diagonal rechts runter, dort hinter diesem Lagerhaus. Die Nummer 56 ist dann links unten auf der Map, nämlich hier, ja, links unterhalb unseres Speicherhauses. Der 57. Drogendealer ist hier auf der mittleren Insel und ja, dort zwischen diesen ganzen Fässern, will ich es mal sagen, oder Silos. Da, wo nichts ist, dort ist der nächste Drogendealer. Ja, wie komme ich da jetzt hin? Natürlich von der anderen Seite. Also fahren wir doch mal schnell zu der anderen Seite. Ah, unnötig. Aber naja. Dann mal schnell hier rüber. Nämlich hier. Der 58. Drogendealer ist dann hier auf der mittlersten Insel. Und dort. Wir machen jetzt die letzte Insel und sind hier beim 59. Drogendealer, der ganz oben auf der letzten Map ist. Die Nummer 60 befindet sich dann hier auf der Map bei dem kaufbaren Haus und einfach links. Ihr müsst hier die Treppen hochgehen und dort ist dann der Drogendealer mit einer schönen Aussicht. Die Nummer 61 befindet sich in gleicher Linie hier rechts daneben. Wir haben den Dealer zwar gerade verschreckt, aber das ist er, da hier gerade schießt. Und hier steht er auch. Nummer 62 ist dann ebenfalls in der Linie weiter rechts hier im Park. Den haben wir auch schon. Aber hier nochmal zur Vollständigkeit bei diesen Sitzbänken. Die Nummer 63 befindet sich auch fast auf derselben Linie hier hinter der Tankstelle.
64 haben wir auch schon, die ist unterhalb der Tankstelle und genau hier. Und zwar in dieser Gasse hier. Dort ist er. Nummer 65 haben wir auch schon, der ist diagonal links runter zu hier in dieser Gasse. Und da ist er. Nummer 66 haben wir auch, der ist vom letzten aus gesehen einfach nur nach links und dort ist er schon. Auch in so einer kleinen Gasse hier. Nummer 67 ist dann, wenn wir vom letzten ausgehen, so ein bisschen leicht abgeschrägt hier unten bei dieser S-Kurve, sage ich jetzt mal. Und dort wartet er einfach auf uns und will seine Drogen verkaufen. Nummer 68 ist links vom Painspray. Auch hier in dieser Gasse. Dort hinten. Nummer 69 ist hier ganz rechts beim Flughafen eigentlich gleich. Und dort hier beim Pier. Bisschen zwischen den Containern hier versteckt. Und da sind wir auch schon bei Nummer 70 und den letzten 10 Drogendealern. Der 70. befindet sich hier bei dieser, ja, bei diesem Gebäuden hier und dort einfach in der Mitte. Nummer 71 findet ihr dann diagonal links unten von der 70. Hier in der Gasse. Nummer 72 befindet sich dann ein bisschen weiter nordwestlich vom letzten Punkt, auch in der Gasse. Die Nummer 73 befindet sich dann wieder ganz links hier unterhalb der Tankstelle, auch in so einer Gasse. Nummer 74 befindet sich ja westlich von diesem Park bei diesem Kreuz in der Gasse. Nummer 75 befindet sich eigentlich auf selber Höhe nur rechts von dem Park. Die Nummer 76 ist hier bei dieser Brücke und gleich hier. Und ich habe gerade schon gesehen, da gibt es auch eine Schutzweste, die wir uns natürlich auch gleich mal schnappen. Die ist hier dann links. Moment, wir machen erstmal schnell den Drogendealer. Und wenn ihr dann wieder hier vorgeht, aber jetzt hier rein, dann ist hier hinten noch eine Schutzweste. Nummer 77 ist direkt vom letzten aus gesehen diagonal unten rechts in dieser Gasse. Nummer 78 ist hier unten im Freizeitpark, nämlich dort. Und ich hoffe jetzt mal, weil hier gerade ein Kopf steht, dass er nicht unseren Dealer hier verschreckt. Schnell, schnell. Ja, sehr schön.
Die Nummer 79 ist hier in diesem Wohnkomplex unterhalb rechts der Tankstelle. Hat auch ein nices Plätzchen hier. So Leute, und wir kommen jetzt zum Fundort des letzten und damit 80. Drogendealers. Der ist nämlich ganz unten hier rechts, dort bei diesem Gebäude. Und hier auf dem Parkplatz. Du hast ja die Handelsbelohnung Titanaktenkoffer verdient. Sie wurde in deinem Versteck abgeliefert. Ja, den Titanaktenkoffer bekommt er als Trophäe für 80 gefundene Drogendealer. Damit haben wir sie alle. Und am Ende möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Guide gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao. Euer Beschix.